Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu. Heute in kleiner Runde mit Peter, Brammen und Christian. Hallo. Kleine, aber schöne Runde. Ja. Andi, schön, dass du wieder Fragen da bist. Zu kleiner Runde, ja. Das ist ja super. Ja. Kommt auf die Technik an. Drei. Das werden wir jetzt noch nicht, denn ihr wisst ja noch nicht mal, um was es geht. Dexter hat das Ganze vorbereitet und es sind, naja, es passt eigentlich fast schon. Es sind total random Fragen. Also wieder Zufallsfragen hätte heute. Hätte drei stimmen können. Hätte drei stimmen können, aber ich habe die Frage ja noch nicht gestartet. Wir starten in Frage Nummer 1 und die lautet, ist eine Schätzfrage, ihr dürft tippen. Ja. Ah, drei! Hab eingetippt. Naja, vielleicht hört ihr erstmal an. Wie viele Planeten hat unsere Galaxie mindestens? Also, und ja, mindestens zwei, drei. Ja, ich will hier die obere Zahl haben, die man dann scheinbar oft liest. Also das, wo sich alle einigen, das auf jeden Fall. Was weiß ich, wie viele Planeten, ich weiß nicht mehr genau, mindestens wie viel unser Sonnensystem drei hat. Christian, ich finde es sehr witzig, dass du bei deiner Display-Collection, by the way, ein Display von unserem Sonnensystem hattest. Ja, das finde ich voll cool. Vor allen Dingen, da eins zu finden, fand ich echt schwierig, weil die ja alle so nicht lizenzierte Sachen haben, wo die Leute einfach irgendeinen Kram hochladen. Und da war dann ein vernünftiges bei. Boah, ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, bei welcher größten Einheit wir uns hier befinden. Wenn ich hier Sachen tippe, dann verschwindet das immer. Oh. Was ist das denn? Oh, das hatte Sepp auch schon mal. Ist der GR5, glaube ich. Ist der GR5. IT-Service Brammen löst das Problem mal wieder. Anna, ich versuche ja mein absolut Bestes. Ich bin ja, so das war ja immer nur, wenn die Leute auf fertig drücken. Warte mal, das sind... Ich muss nochmal durchgehen. Warte mal kurz. Achso, kannst du die kurz an einer Hand abzählen? Vielleicht muss ich meine Zahl verringern. Also, ich hasse das, dass der jetzt schon lacht, ne? Ich bin immer noch der Meinung, dass ich das... Da guck dir das mal an, Andi, das kann doch nicht sein. Ich kann da eine neue Einheit erfunden. So. Okay, ja, Wahnsinn. Okay. Alle haben eingeloggt. Wir fangen bei der höchsten Schätzung an. Brammen sagt 250 Milliarden Planeten. Dann kommen wir zu Christian. Er sagt 1 Milliarde Planeten. Und Peter sagt 6 Millionen Planeten. Das ist doch beschissen, ey. Ihr seid alle relativ weit weg, aber einer ist am nächsten dran. Ja, es sind mindestens 50 Milliarden Planeten. Und damit ist Christian am nächsten dran. Ja, dann war ich ja nur 49 Milliarden entfernt. Richtig. Wir lassen uns ja alles. Easy Points. 3 Punkte. Wo kommt Christian? Nur so hoch wie es muss, okay, ja, mal, diesmal gibt es nur 3 Punkte. Okay, wir schaffen ja unmöglich die 100 heute. Nee, heute sind wir nur zu dritt, also gibt es auch nur 3 Punkte. Exekutiventscheidung von mir. Gibt es nicht immer einen mehr, als wir Teilnehmer haben? Nee. Okay. Nee, eigentlich nicht. Normal gibt es doch 5, oder? Ja, Christian, ich wollte jetzt hier noch ein bisschen handeln. Wenn es einen mehr gibt als Teilnehmer, aber hey, ne, dann. Puh. Frage Nummer 2. Muss Andi ja wissen. Wie lautet der bekanntere Name von Mark Sinclair? Boah, das hab ich, den Namen habe ich schon Mark mal gehört. Sinclair, oh ja, der hier hieß der nochmal. Pornodarsteller. John Sinclair kenne ich. Mark Sinclair. Oh ja, hier. Ist der Mark Terenzi? Ist das nicht der Mann von Harry Potter, wo ich sagen von, wie heißt die nochmal? Sarah Potter. Connor. Ich wollte Tupac sagen. Ja, aber das ist auch nicht richtig. Schade. Das sieht nicht aus wie Mark Quiz, Alter. Mark Sinclair. Mark Sinclair. Das ist bestimmt ein DJ. Ist der echte Name eines Menschen, der dann scheinbar einen Künstlernamen hat. Scheinbar. Oh, hier. Bob Ross. An dem Moment, der echte Name. Scheiße. 5, 4. Christian. David Guetta. Nein. 3, 2, 1. Ich schließe die Frage. Mark Sinclair, bekannt unter dem Namen Vin Diesel. Ah, okay. Ach ja, stimmt. Der heißt Mark. Okay, wir müssen kurz pausieren. Okay, kommen wir zu Frage Nummer 3. Das ist keine Schätzfrage, ihr müsst bitte buzzern. Wie alt wurde Queen Elizabeth II? Brammen. 94. Nein. 95. Hallo! Nein. 96. Hallo! Die 96 ist richtig. Bram kommt einfach jedes Mal durch, das kann doch gar nicht sein, Alter. Bram kommt nicht durch, Bram klickt einfach schneller. Ja, klickt schnell. Dann vielleicht auch jetzt, das könnt ihr nämlich wissen, Frage 4. Für welche Erfindung ist Alfred Nobel bekannt? Bram. Weiß ich, das TNT. It's Dynamite. Yes.
Wobei, lass mich mal kurz nachgucken. Ist Dynamit TNT? Ich habe TNT gesagt als erstes. Ja, genau. TNT. Ja, aber die richtige Antwort scheint Dynamit zu sein. So. Das ist... Ach Mann, du gibst bei Wikipedia TNT ein. Was willst du wissen, scheinbar? Gib doch als erstes Nobel ein. TNT Express, Television Numerik Terrestre. Ja, tipp doch Alfred Nobel ein. Da steht doch sicher im ersten Satz oben drin, was der erfunden hat. Ja, ich will ja wissen, ob das das gleiche ist. Also es ist scheinbar was Unterschiedliches. Deswegen, Brammen, du kriegst die drei Punkte wieder abgezogen. Der hat beides erfunden. Der hat Dynamit erfunden. Du kommst darauf. Yes. Richtig. Okay, das ist so klug einfach. Und die anderen kriegt ja auch noch einen Punkt dafür. So, die erste Frage, die erste Antwort war nämlich falsch. TNT und Dynamit sind scheinbar was Unterschiedliches. Frage 5. Wofür steht im Periodensystem die Abkürzung SN? Snagge. Ja, ich möchte mal ganz sagen, TNT ist Dynamit. Was? Ich habe geschaut, was ist der Unterschied zwischen TNT und Dynamit, ja? Und TNT ist ein Dynamit. Warum gibt's? Warum? Ja, ist ein ist Dynamit. Ja, das TNT ist ja was anderes. Also er hat ja das Dynamit erfunden und TNT ist eine kleinere Gruppe in den Dynamiten. Also hier steht exakt dieser Satz. Jetzt interpretier du das, wie du möchtest. Dynamit, das hauptsächlich aus. Aber Wikipedia sagt hier zwei Artikel. Ach, Trinitrat, okay. Ja. Ich möchte nur sagen, wenn du hier anfängst, dann muss ich ja mitspielen. Du darfst gar nicht googeln währenddessen. Ja, ich lasse das auch so weiterhin so. Meine Entscheidung ist gefallen. So, SN, im Periodensystem. Christian. Sarin. Nein. Da weiß ich nicht. SN? Weiß ich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe, es ist Zinn. Ergibt ja gar keinen Sinn. Das reimt sich sogar. Für den lateinischen Namen wahrscheinlich. Ja, ich meine, Gold ist da auch Au. Wie das reimt Gold sich. Oder Silber. So Zinn und Sinn, oh mein Gott. Ja. Frage 6. Was ist Diacetyl? Wieso sind wir hier bei so naturwissenschaftlicher Scheiße? Tja. Das ist 2 mal Cetyl. Gesundheit. Doppelcetyl, bum bum. 5. Ich sag, das ist Meth. Nein, Meth muss doch mit M anfangen. Also, Peter, für dich ist es vielleicht wie Meth, aber es ist kein Meth. Oh, für Peter ist es wie Meth. Bram. Bier. Nein. Hätte ich auch gedacht, wirklich. Da weiß ich auch nicht. Dann kann es jetzt viel sein. Also es ist was, also deine ganzen neuen Freunde, für die du es hier im Stich lässt, jede einmal in der Woche bei deinem Podcast, die kennen das sehr gut. Oh, scheiße. Dann Wein? Nein. Oh Gott, ich wollte auch so schnell klicken, aber dann ich wollte auch Wein sagen. Hat Christian gerade Sülze gesagt? Das habe ich auch aufgeschrieben. Ah. Komm, 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe, es ist das Hauptaroma in der Butter. Ja, moin, ey, wie soll man denn da drauf kommen, Junge? Das heißt, Butter hätte nicht mal gereicht, sondern Hamilton müsste sagen müssen, das ist das Hauptaroma. Ich hätte Butter gelten lassen, aber ihr habt es ja nicht gesagt. Es ist natürlich auf alle zwei Wochen, ja? Treten, oh, sorry. Das Butter jetzt, das ist für Peter wie Bier oder warum immer der Vergleich war. lecker Butter. Frage 7. In welchem Jahr, es ist keine Schätzfrage, erschien The Lego Batman Movie? Okay, ich habe da mal eine ganz kurze Frage, so Peter, ja? Kennst du noch die Fruchtzwerge? Ja. Ja, hast du, steckst du in Butter auch dann so einen Löffel, machst du, frierst du die dann ein und legst später? Dann lecke ich die Butter so ab. Geil. Okay, Lego Batman Movie, ja? Ja. Okay. Brammen. Ach komm, das Spiel spielen wir jetzt nochmal, ja? Ich sag 2015. Oh, das ist gut. Nein. 2016. Fuck. Nein. 2017. Ja. Okay. Ich weiß, dass Erik das gesprochen hat. Es ist unmöglich, richtig, da durchzukommen. Ja. Frage Nummer 8. Jetzt dürft ihr mal schätzen. Wir machen da eine Schätzfrage draus. Wie oft gewann Deutschland denn den Eurovision Song Contest und mit wem? Und also, mit wem? Also ihr schreibt halt die Frage, die wir bei dem 50 Fragen zum deutschen Song Contest. Das kann sein, ja. Zum Eurovision, nee, Moment, den Eurovision Song Contest. Genau, Eurovision Song Contest ist übrigens eine sehr empfehlenswerte Folge von 50 Fragen zu. Also ihr tippt bitte ein, die Anzahl und die Namen.
der Person. Und wie ist die Punktevergabe dann? Pro richtige Antwort einen Punkt. Also dann muss ich ja nur die Namen aufschreiben, also sonst, oder? Ja, nicht. Dann würdest du so viele Punkte bekommen, aber eben einen nicht. Ach so. Weil du die Antwort. Also, ich dachte, kann ja sein, dass die Namen richtig sind, aber die Anzahl, dass dann ein Name fehlt, zum Beispiel. Das könnte ja sein. Doppelt gewonnen hat. Okay, aber was ist, wenn ich jetzt 200 Namen da reinschreibe? Wie hieß die denn noch? Kannst du natürlich machen, aber irgendwann vielleicht werde ich es ja nicht mehr. Okay, ist abkürzen okay? Ja, so, ich muss es erkennen. So. Denkt bitte dran, die Anzahl auch mit aufzuschreiben und wenn ihr fertig seid, bitte auf Fertig drücken. Ja, das ist doof gewesen von mir, aber ich habe Ohrwurm. Man hat auch nicht viel gehört über Teamspeak. Ja, man hat gehört, ich wollte gerade anfangen. Christian, bist du fertig? Ach ja, komm. Okay, alle haben eingeloggt und Peter sagt, zweimal hat Deutschland gewonnen mit Lena und Nicole. Brammen sagt, dreimal gewonnen mit Lena Meyer-Landrut, Gilde Horn und Raab. Und Christian sagt, Lena Meyer-Landrut und Nicole, aber insgesamt drei. Ja, ein Name fiel mir nicht mehr ein. Richtig. Gewonnen hat Deutschland nur zweimal. Das bedeutet, Peter auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Und zwar gewonnen mit ein bisschen Frieden von der Interpretin Nicole und Satellite von Lena. Und damit Peter zwei Punkte nochmal extra. Brammen bekommt einen Punkt für Lena Meyer-Landrut und Christian zwei Punkte für die Namen. Bist du stolz auf uns, Andi? Ein bisschen, ja. Also, dass ihr vor allem Nicole wusstet, finde ich. Also teilweise. Ich habe lange überlegt und war erst bei Melanie, aber naja. Nicole und Lena, sehr generische Namen irgendwie, aber ja, das waren die Künstlernamen auch, also passt das auch. Frage 9. Wie, da machen wir auch eine Schätzfrage draus. Wir haben ja sehr viele Schätzfragen hier. Wie viele Abonnenten hat denn der YouTube-Kanal von Pietsmeet TV? Oh, hier. Also ich glaube, Bram könnte das sehr genau Keine wissen. Ahnung. Ah, irgendwie so. Irgendwie so, glaube ich. Irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Na, mein Glück. Peter sagt 535.000, oh. Brammen sagt 599.999 und Christian sagt 1,25 Millionen. Easy. Der Kanal hat 584.000 Abonnenten und damit Brammen näher dran. Wieso haben wir diesen Kanal noch? Das ist ja nix. Frage 10. Nun wird es legen. Ah! Der! Richtig! Dass da nicht Wait for it kommen muss oder sowas. Nee, hab ich jetzt weggelassen. Der muss ja auch Legendary eigentlich. Ja, aber im Deutschen, wenn es nun wird es legen, dann müsste doch Warte oder so kommen, oder? Weiß nicht, was er da sagt, ja. Egal, ist ja richtig gewesen. Ja, Christian hat es erkannt, 3 Punkte und damit aktuell in Führung mit 19. Nächste Frage ist wieder eine Schätzfrage, das geht nicht anders. Wie viele Staffeln gibt es von How I Met Your Mother? Wie viele Staffeln hat die Serie? Wahrscheinlich habt ihr die alle komplett geguckt. Habe ich? Nur einmal. Habe nicht eine Sekunde How I Met Your Mother geguckt. Dass ich die letzte Staffel nicht mehr geguckt habe, weil ja dann eh schon klar war, wer die Mutti ist und mich das dann wieder 0% interessiert hat. Aber welche war das denn? Das Problem ist, die sagen immer, die letzte Staffel war scheiße, die letzte Staffel war scheiße. Niemand sagt, die wievielte Staffel das ist. Die waren auch schon nicht mehr lustig. Gut. Alle haben eingeloggt. Peter sagt 8 Staffeln, Christian, ach mein Gott. Peter sagt 8, Brammen sagt 9, Christian sagt 10. So, das ist die richtige Reihenfolge. Wir haben einen exakten Treffer und der kommt von Brammen. Es sind 9 Staffeln und damit 3 Punkte. Na gut. Sehr gut. Frage 12, ihr dürft direkt wieder tippen. Welcher Vorname aus der ersten Reihe von Pietsmeet hat die meisten Google-Treffer? Jetzt müsst ihr überlegen, wer ist Teil der ersten Reihe? Was sind die Vornamen? Kennt ihr eure Vornamen? Das ist auch relevant.
Und welcher von denen hat die meisten Treffer? Hätte man auch eine Buzzer-Frage draus machen können. Zählen Zweitnamen dabei? Nee, nur die, nur der erste Vorname. Ah. Okay. Ja, oder? Warte mal. Weil sonst hat Jonathan nicht irgendwie William da drin oder so was? Ja, aber das zählt ja nicht. Bei Jonathan würde nur Jonathan. Sonst hätte ich das nämlich genommen. Warte. Googlest du gerade Peter? Oder nein, ich bin am Überlegen! Lass ihn doch mal kurz darüber nachdenken. Er weiß drei es Leute, doch nicht. Gut. Peter sagt Sebastian. Brammen sagt Peter wegen Petrus? Fragezeichen. Also Peter. Und ach Christian so. Nimmt sich selbst. Also Christian. Ja, natürlich wegen Christus und so einem Kram. Ja, aber ich dachte, Christian ist doch gar nicht so. Also ist doch jetzt. Also ich dachte erst an Cristiano Ronaldo, aber da ist ja Cristiano. Dann müsstest du doch da nicht mehr mit reinzählen, oder? Wahrscheinlich nicht. Das sind die Untiefen von Google, ich habe keine Ahnung. Deswegen also, dachte ich, Sebastian ist doch wirklich Sebastian, ist auch im Englischen Sebastian. Christian ist ganz stimmt, was anderes. Christian auch, ja, stimmt. Peter, naja. Wir waren uns alle einig, Jonathan ist es nicht. 755 Millionen Google-Treffer hat der Name, der die wenigsten Google-Treffer hat. What? Von wahrscheinlich euch ich, ja. Die wenigsten? Dennis, genau. Ja. 750 Millionen, wow. Ja, dann kommt Sebastian, oh, also scheiße. Peter, du bist raus, 638 Millionen, nee, Quatsch, der hat sogar noch weniger. Also hat Sebastian sogar noch weniger. Dann kommt Ram mit 755, krass. Gut sortiert. Die meisten hat aber mit 3,44 Milliarden Peter. Und das hat hier das hat Bram gesagt. Warum? Was ist denn heute los? Ich wollte sagen, das habt ihr nicht geschrieben, aber Bram hat es ja geschrieben. Ja, haben wir nicht geschrieben. Nee, nee. Das ist richtig. Das haben wir nicht geschrieben. Christian hat übrigens 3,03 Milliarden, Jonathan 1,25 Milliarden. Ja. Frage 13. Das hatten wir schon mal, deswegen machen wir keine Schätzfrage draus. Wie viele Menschen waren denn auf dem Mond? Boah. Das war aber eine Schätzfrage zuletzt, mein Freund. Aha, jetzt ist es nicht mehr, weil ihr habt euch das ja gemerkt, denke ich mal. Wir waren auf dem Mond? Also sind da rumgelaufen? Achso, nee, jetzt brauchst du die Frage auch nicht mehr beantworten. Rahmen. Na, ich sag mal 10. Nein. Christian. 12. Ja, es waren 12. Sind da rumgelaufen. Genau, darum geht's. Die sind ja mal zur dritte hochgeflogen, aber nur zwei haben es auf den Mond geschafft. Der dritte musste ja dann da irgendwie oben bleiben und gucken. Der musste pipi, konnte nicht aussteigen. Frage 14. Die Leute, die uns Fragen einschicken, die lieben Schätzfragen. Deswegen kommt ja auch jetzt wieder eine Schätzfrage. Wie viele Menschen haben Takeshis Castle gewonnen? Was weiß denn ich, Alter? Also Einzelpersonen. Oh, das ist schwierig. Jetzt gesagt, Gruppen? Okay, aber Menschen? Keine Ahnung, wie viele sind denn da mal ins Finale gekommen? So 3, 4, 5? Wie viele haben es wirklich gewonnen? Wie viele einzelne Menschen? Gut, alle haben eingeloggt. Peter und Christian sagen 3 und Bram sagt 4. Ich glaube, das ist eine Trickfrage, das hat nie einer gewonnen. Es waren auf jeden Fall mehr Menschen auf dem Mond, als diese Sendung gewonnen haben. Und es waren insgesamt 8. Und damit ist Bram am nächsten dran. Nice. Deutsch belastend. So nämlich. Frage 15. Jetzt sehe ich Peter ein kleines bisschen im Vorteil. Und er würde sich natürlich massiv blamieren, wenn er es nicht weiß. Wofür steht denn WMF? Gar keine Ahnung. Aktuell will ich auf jeden Fall die exakte Buchstabenbedeutung haben. Aber wenn ihr nicht drauf kommt, dann gehe ich ein bisschen runter. WMF. Muss man natürlich überlegen, was, woher das kommt. Bram. World Material Foundation. Nein. Das World war wichtig. Ich habe keine Ahnung. Peter. Wilhelm mit Frieda, weil die beiden haben das gegründet. Wilhelm mit Frieda? WMF, ist das was Deutsches? Ja. Meine schon, ist so, oder? Ist das nicht so wie WHO oder so, der WMF? Nee. WMF machen doch das Besteckzeug und so für die Küche. Ah, dachte ich. Alter.
Ich war, okay, ich war auf einer globalen Skalierung. Ich dachte mir, das ist so eine Staatsorganisation, so wie World Trade Organization oder so, was auf dem Level. Ich weiß, ich meine, da habe ich meine Salatschleuder vorne und meinen Salzstreuer und so. Also, da ihr das jetzt schon aufgeklärt habt, werde ich auch nicht weiter runtergehen. Das heißt, entweder ihr nennt mir die Buchstaben oder ich zähle euch jetzt auch an. Ja. Moment, hier mache ich. W, M und F. Dann entweder nennt ihr die Buchstaben oder du zählst uns runter. Wenn dir das der Punkt für Christian wert war, das okay. War's. Und für Peter auch. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe das. Die Württembergische Metallwarenfabrik. Okay. Nice. Ja. Frage 16. Nennt mir bitte, und zwar auch alle vier, Bosse in Hunt Showdown. Dreckspiel! Ja. Das ist das schlechteste Spiel, was in keiner Welt einen Platz in den Top 100 verdient hat. So! Doch, so nee, nämlich. 100 schon. Nein, wir trash-talken, Alter. Ja, ich weiß. Alle vier Bosse müsst ihr nennen. Ja, komm, zieh runter. Ja, hopp, brauchst du gar nicht zählen. Das wird nichts kommen. Dann mache ich drei draus. Nenn mir nur drei. Ich kann 3, nicht 2, mal einen 1, sagen. Immer noch raus. Nur zwei? Ja, ich raus. Kann dir nicht mal einen aber sagen. Einen kann ich dir sagen. Ich auch. Dann nennt mir nur einen. Feder. Spinne! Yes, die Spinne. Ich dachte, da willst du jetzt einen Namen haben. Oh, die heißt so, die Spinne, im Englischen The Spider. Ja, gut gemacht. Drei Punkte für Peter. Die anderen drei heißen Der Schlechter oder The Butcher, dann Der Meuchler oder The Assassin und Scrapbeak, im Deutschen Schrottschnabel. Er fällt da so ein bisschen raus. Ja, fast genauso gut wie die Spinne. Frage 17. Wie könnte es anders sein? Eine Schätzfrage. Wie viel Gramm ist ein Karat? Ah, das, okay. Das muss Peter aber auch wissen. Wo soll ich so weit wissen? So, ballern. Rein. Ja, ich wusste bis gerade nicht mal, dass das eine Gewichtsangabe ist, Karat. Ich dachte, das wäre so. Du kaufst doch in Dubai immer die ganzen Sachen. In Dubai, da. Ja. Dubai. Ich habe letztens irgendwo in einem Video gesehen, dass in Dubai teilweise gar keine Kanalisation ist und die das ganze scheiße Zeug mit LKWs immer wegfahren müssen. Jo, da habe ich gesehen, im Burj Al Arab ist das so. Irgendwo gibt es da kein funktionierendes Kanalsystem und dann müssen die immer alles in so LKWs pumpen und dann fahren die da jeden Tag irgendwo hin. Ja. Weißt du aber nicht, ob das stimmt. So ein Burj Al Arab habe ich das auch gesehen. Da gibt es ein Zeichentrick animiertes Video zu, wie das läuft, wie viele LKWs da noch sind. Also von Simplicissimus? Ich weiß nicht, ob da von Simplicissimus war. Aber wenn das so Zeichentrick animiert ist, dann hätte ich da als erstes dran gedacht. Ja, das kann sein, dass das Disney war. Sein. Alle haben eingeloggt. Das ist so ein Troll, wie aber. Die kleinste Schätzung, das kleinste Gewicht kommt von Bram, 0,1 Gramm. Peter sagt 0,7 Gramm und Christian 1,2 Gramm. Ihr seid aber gar nicht so schlecht. Nicht so kann man nicht so ein 24-Karat-Diamant haben, wenn der 0,7 Gramm wiegt? Dann ja, dann wäre ein schwerer Diamant. Ja, aber das ist ein schwerer Diamant, Alter. Dann fällt dir die Hand ja ab. Ein Karat sind 0,2 Gramm und damit ist Brammen am nächsten dran mit seinem 0,1. Sehr gut. Frage 18. Wo war der Jadeaffe? Boah, was weiß ich, Alter. Wo war der Jadeaffe? Ich weiß nicht mal, worum es geht. Rammen. Im Zoo. Nein. Auf der Schatzinsel. Okay. Nein. Ich denn es raus. Ich habe keine Ahnung. Ihr denn da ich bin auch gerade überlegen. Ist das drei Fragezeichen? Ist das Enid Blyton und die fünf Freunde? Es geht um die Simpsons. Ah, lol. Christian, das ist dein Metier. Ja, trotzdem, keine Ahnung. Wo war der Jadeaffe? Was ist denn der Jadeaffe? Der Wind hat gerade meinen Mülleimer umgeworfen. Jetzt liegt hier Müll am Boden. Ist da Kräuterbutter dabei? Wo wohnst du? Also, ja, aber eine löchrige Unterhose. Hey, wo war der Jadeaffe? Keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe es. Er war im Handschuhfach von Mr. Burns zusammen mit den Weltkarten und dem Eiskratzer. Was ist denn nochmal der Jadeaffe? Keine Ahnung. Okay. Es ist Allgemeinwissen, das müsstet ihr eigentlich wissen. Schade. Es sind random Fragen, das passt ja hier gut rein, muss man sagen. Frage 19. Keine Schätzfrage. Wie viele Sekunden hat eine Stunde? Brammen. 3600. Yes.
Na gut. War aber zackig unterwegs, ey. Frage 20. Wer wählt den Bundeskanzler? Rammen. Der Bundestag. Ja, richtig. Nicht wie man immer denkt, das Volk, sondern der Bundestag. Wer denkt denn, dass das Volk den wählt? Es gibt viele, die das denken. Frage 21. Wann ist der Schnieblotag? Peter. Scheiße, du willst ein Datum haben, ne? Ja. Ja. Dann ist das der 5. Februar. Nein. Was? Das ist der 14. Ram? März. Ja. Was? Schade. Das ist der Schnitzel- und Blowjob-Tag und das ist der Herrenäquivalent zum Valentinstag. Was noch ist denn das für Quatsch? Das ist aus einer älteren sexistischen Zeit, wo es heißt, die Herren müssen am Valentinstag den Frauen Blumen bringen, dafür kriegen die am 14. März Schnitzel und Blowjob. Ich hätte auch gerne so ein Inside-Ding von irgendwelchen Internetleuten, oder? Naja, mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Quatsch, ja. Aber Bram weiß das natürlich auf den Tag genau, ist ja klar. Frage 22, Bram führt aktuell mit 39. Bram führt aktuell mit 39 Punkten, vor Christian mit 29, Peter mit 23. Wir kommen zur Frage 22. Welches Auto behandelt der Film Manta Manta? Das könnte der Opel Manta sein. Ja, richtig. Ein Opel. Ja, guck mal. Ja. Oh, ich hätte nur Manta gesagt. Im Zweifel hätte ich es auch gelten lassen, aber der Opel Manta ist natürlich das, was man dann hören will. Frage 23. Wieder eine Schätzfrage. Ihr dürft tippen, wie viele Hauptteile, in Anführungszeichen Hauptteile, von The Legend of Zelda gibt es? Ah, oh, das hatten wir auch schon mal hier. Das war irgendwie so. The Legend of Zelda, die Hauptteile, wie viele? Ich habe gerade einen Leergutbon über 2,50 Euro gefunden, den ich noch einlösen kann. 2,50. Ne, 2,15. Achso, 2,15, der Schmutz. Und dann schmeiß ich ihn einfach weg, ne? Ja. Dann wird das nicht genug. Peter sagt 9, Christian sagt 11, Brammen sagt 17 und es sind insgesamt 20 Hauptteile und damit mehr als das, was Brammen geschätzt von hat. Von Zelda? Aber der höchste. Yes. Und damit 3 Punkte für Brammen. Ach, die Gameboy-Teile und so. Oh mein Gott. Frage 24. Aber von Gameboy gab es doch nur eins mit hier dem fetten Fisch da aufwachen, oder? Ne, Oracle of Seasons gab es da. Das ist ein Oracle of Seasons. Und das waren 2 Spiele quasi. Das ist wie Pokémon, so 2 Editionen gewesen. Ach, du redest von dem Gameboy Color. Also, ja, genau. Und dann gab es sogar 3 alleine auf dem Gameboy Color, glaube ich, oder normalen Gameboy. Oh, ich hatte keinen Gameboy Color. Frage 24. Wie heißt der Schokoriegel, der nach der Milchstraße benannt ist? Ach, Christian. Milky Way. Ja. Warum hast du Snickers gesagt? Frage 25. Keine Schätzfrage. Was ergibt 25 mal 7? Rammen. 175. Ja. Top. Frage 26. Wie heißt der aktuelle Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz? Scheiße, wie hieß denn der nochmal? Ja, wie hieß denn der nochmal? Scheiße, wieso komme ich die ganze Zeit auf flüssiges Hack? Und das hat nee, Zeit. Das ist was anderes. Ah, fest und flauschig. Ja, genau. Ja, so. Richtig. Mein Gott, gibt's flüssiges Hack? Nee, gemischtes Hack gibt es. Gemischtes Hack, mein Gott. Ja. Flüssiges Hack ist richtig eklig. Der Name ist, glaube ich, auch noch frei, ja. Frage 27. Was ist Effluvium? Brammen. Das macht die Kissen so fluffig. Das macht die Effluvig. Nein. Oh Gott, das ist Effluvium. Wie wird denn das geschrieben? Effluvium. Ach, keine Ahnung. Brammen. Das ist ein Material zum Festigen von Stahl. Nein. Also ich muss sagen, ich habe den Begriff noch nie gehört, aber ich müsste ihn eigentlich kennen. Du müsstest ihn kennen. Ja. Effluvium.
klingt halt wie so irgendein Ding oder das so. Das ist halt Lametta, was immer in die Luft kommt beim ESC, wenn die gewonnen ja. haben. Das ist Lametta. Nein. Wie ist der Andi das kennen? Es ist ein medizinischer Fachbegriff. Oh. Oh. Nee, was mit den Zähnen nicht, das hätte ich schon mal gehört. Mit den Zähnen? Was ist mit meinen Zähnen falsch? Ja. Christian. Nix, aber vielleicht hast du ja auch Probleme. Haarausfall. Yes, richtig! Nice. Sehr gut. Drei Punkte für Christian. Damit nur noch 4 Punkte hinter Brammen. Frage 28. Welches Festival wird... Christian. Das ist das Hellfest. Nein. Welches Festival wird WOA Christian. Das Wacken Open Air. Sehr gut. Boah. Nice one. Magic. Frage 29. Was ist die nationale Blume Japans? Brammen. Ist die Kirschblüte. Ja, richtig. Die nationale Blume. Ja, die haben sogar ein ganzes Fest dazu. Kirschblüte. Ja, ich weiß. Ganz Jahreszeit habe ich das. Wie so eine völlig bescheuerte Frage. Absolut. Das ist wieder sowas wie die Blume des Jahres. So ein bisschen. Kann man alles sagen. Irgendwie. Frage 30. Wie, keine Schätzfrage, wie viele Streifen sind auf der US-Flagge? Moment. 15. Nein. Zählt jeder weiße und jeder rote? Wie viele Streifen? Ist ja dann jeder ist ein Streifen. Keine Ahnung. Also ich habe mir gerade bei meinem Kopf einfach so 1 Million gerade. Das sind immer viel zu viele. Man kann sich's herleiten so ein bisschen, wenn man die Geschichte kennt. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1. Dann schließe ich die Frage. Es sind, also glaube ich zumindest, das steht ja nicht, aber ich meine, es sind genauso viele Streifen, wie es Länder gab damals oder Bundesstaaten, die sich dann eben zusammengeschlossen haben zu den USA. Und es sind 13. Frage 31. Wer ist der erste Boss in Final Fantasy VII? Ja, du brauchst den Namen? Ja. What? Keine Ahnung. Es gäbe einen Bonuspunkt für die Schwäche, aber ich glaube, das ist... Die Schwäche weiß ich. Es drückt nur die Schwäche. Darf ich nur die Schwäche sagen? Gib nur einen Punkt, Peter, wenn du falsch liegst, ist es natürlich doof, ne? Dann machen wir das so, ja, es gibt einen. Peter. Die Schwäche ist Elektrizität oder Blitz. Ja, richtig. Ein Punkt für Peter. Aber dass du den Namen brauchst, kann ich dir den nicht beschreiben? Beschreiben kann ich dir den auch. Ich muss gerade mal googeln. Der Name sagt also nicht, wie der aussieht, weil sonst... Also ich glaube, der hat keinen... Also gut, der hat einen Namen, aber der Name ist sehr beschreibend. Also okay. Peter. Scheiße. Dann sage ich Metallskorpion. Jo. Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus. Deswegen. Ach komm, ich bin nett. Ich lasse das gelten. Gönner! Das ist in Ordnung. Es ist ein Skorpion. Er ist auch aus Metall, aber er heißt eigentlich Wachskorpion. Oh, aber so Metall, Wach, das ist ja das Gleiche. Das lasse ich. Das ist für mich in Ordnung, ja. Sonst wärt ihr ja auch nicht drauf gekommen. Frage 32. Wie hieß die türkische Stadt Istanbul bis... Christian. Konstantinopel. Bis 1923 Konstantinopel. Warum die das umbenannt haben, frage ich mich. Das ist eigentlich ein cooler Name gewesen. Ein geiler Name, wirklich. Wirklich. Okay. Ich bin da voll bei euch. Konstantinopel ist ein geiler Name. Finde ich geiler als Istanbul, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wollte man sich lossagen von Konstantin. Ja gut, okay, ich kenne jetzt nicht den historischen Hintergrund, klar. Ja, wahrscheinlich ist es nach Kaiser Konstantin benannt. Aber ja, aber dann würden, stell dir mal vor, dann würden die ganzen Dönerläden in den Orten auch nicht Istanbul-Döner heißen, sondern Konstantinopel-Döner, wäre viel cooler. Oder Opel hat geklagt, kann ja auch sein. Egal, Frage 33. Welches Pokémon hat die Nummer 7? Nein! Bisasam! Das ist Bisasam, du kleiner Wichser. Nein. Nein, das ist gar nicht Bisasam. Nein, Peter. Scheiße. Weil das ist selbstverständlich Glumanda. Ja, nö. Ist. Was? Nein, weil das ist natürlich Shiggy. Ja, es ist Shiggy. Scheiße. Aber ich war auch bei Glumanda.
Frage 34. Welcher Künstler hat die Decke, der ist Bram. Ah, die Decke. Okay, das ist Michelangelo. Ja. Okay, ich wollte eigentlich rein troll Bob Ross sagen, aber das ist die Decke schon gesagt. Irgendwann muss man das ja im Zweifel mal neu machen, aber Bob Ross ist ja auch schon leider tot. Dann kannst du ja Otto machen. Ich habe jetzt gesehen, der hat ja irgendwie 50 Jahre Ottifanten, der kann die ja malen. Frage 35. Wann endete, an welchem Tag, Monat und Jahr sozusagen, der Erste Weltkrieg? Oh, ein genaues Datum brauche ich. Ja, hättest du mich das vor einem Monat gefragt, hätte ich dir das besser sagen können. Da habe ich noch das im Westen nichts Neues geguckt. Ah. Aber das genaue Datum. Dann will ich nur noch den Monat und das Jahr. Das war im Christian. April 19. Ich sag erstmal April. Ist das richtig, April? Dann sage ich dir das Ja. Das ist nicht richtig. Ach, schade. Das ist eine clevere Art und Weise, weil ich hatte mich jetzt gefreut darauf, dass du mir das Ja nennst. Das habe ich mir fast gedacht. Na, aber Anni hätte auch sagen können, sorry, nur April ist ja nicht die richtige Antwort, also kriegst du dafür keine Punkte. Ja, würde das hier niemals enden. Ich merke das schon, weißt du, alle kriegen hier irgendwelche Deals, aber mir ist TNT und Dynamit was anderes. Ich merke das schon. Ja. Gut, ihr traut euch nicht, dann reicht mir nur noch das Jahr. Ramon. 1918. Frage 36. Welches Datum war es denn jetzt? Am 11. November. Guter Einwand. 11. November. Oh, ja. Oh mein Gott. 11.11. Sehr gut. Aus welcher Stadt kommen die Beatles? Ramon. Ich meine, das ist Liverpool. Ja, richtig. Ups. Ja, ups. Ich wollte Birmingham sagen. Frage 37. Was ist die Hauptstadt von Kanada? Christian. Ottawa. Ja. Na gut. Frage 38. Das ist wieder eine Frage für euch. Wie viele Tage dauert es, bis die Erde die Sonne umkreist? Christian. 365. Ja, richtig. Fuck you, das ist eine Frage für uns. Ja, echt wahr. Ihr seid schlauer, als ich gedacht habe. Frage 39. Ramon führt aktuell mit 61 Punkten. Was geschah am 20. Juli 1969? Christian. Scheiße. Da war die Mondlandung. Ja, richtig. Apollo 11 landet auf dem Mond. Ach, sehr gut. Ich dachte erst, der trickst ein und dann das wäre der Tag gewesen, wo die losgeflogen sind. Nee, es war tatsächlich die Landung. Also. Frage 40. Was hält die Freiheitsstatue in der Feder? Sag ein Eis. Gummidildo. Nee, das Problem ist, welche Hand meint der jetzt? Schwarzen Gummidildo. Ich sag Fackel. Es ist auch die Fackel in der rechten Hand, ja. Sehr gut. Ich glaube, in der anderen Hand ist es ein Buch, beziehungsweise die Verfassung, irgendwie sowas, ja. Frage 41. Wer gewann die erste Staffel der deutschen Version von Alexander Klaas? Ja, hätte ich ja auch gesagt. Nö. Scheiße. Die erste Staffel der deutschen Version von LOL Last One Laughing. Ach, oh, scheiße. Grüße nicht lachen von mir. Also kann halt einer gewinnen oder mehrere? Oder? In dem Fall war es nur eine Person. Ich hab das sogar gesehen. Ich probier's mal. Ich sag mal Teddy. Nein. Teddy? Peter, der liegt bei mir im Schrank. Der kann er nicht gewonnen haben. Ich weiß, dass der mitgemacht hat. Es ist ein Mann. Der auch im Bereich Comedy tätig ist, auf jeden Fall. Da machen ja auch manchmal Leute. Der hat bei LOL mitgemacht. Es gibt ja auch Leute. Na, es gibt ja auch Leute, zum Beispiel, die Moderatorinnen sind, die da mitmachen. Und nichts mit Comedy zu tun haben, zum Beispiel. Also läuft noch zu gut, aber irgendwann lassen die auch Influencer da mitmachen. Warte mal ab. Oh, das kann sein, ja. Barbara Schöneberger würde ich zum Beispiel nicht zu Comedy zählen, hat er aber auch schon mal mitgemacht. Ist schon ganz schön lustig, wenn man die beim DCP sieht. Ja, das war echt witzig. Sie hat einen Fernsehpreis bekommen für ihr den Vorentscheid vom ESC jetzt. Für ihre tolle Moderation. Naja, es ist ein Mann, er ist Comedian und er trägt oft so eine Mütze.
Ach, ich weiß sogar, wie der aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Aber hat das ZDF nicht auch den Fernsehpreis für Berichterstattung zur WM gekriegt? Ja. Voll nice. 5, 4, 3. Ausgestellt vom ZDF. 2, 1. Und ich schließe die Frage, es war Thorsten Sträter. Ja. So heißt er. Ein Comedian, der die erste Staffel LOL gewonnen hat. Hat man eventuell schon mal gesehen, ja. Frage 42. Von wem ist das Buch Effi Briest? Ach, scheiße. Christian. Theodor Fontane. Ja, so, das richtig. Ich wäre nie auf diesen Namen gekommen, aber wir hatten die Frage schon so oft. Das und jedes Mal Jonathan, nö, kennst du nicht Effi Briest? Und ich denke jedes Mal an, irgendwie, wie heißt denn dieser Shit, den man auf Kuchen macht? Fondant. Fondant! Sehr gut. Wer hat Effi Briest geschrieben? Aber Theodor das könnte Fondant. Eine gute Eselsbrücke eigentlich sein. Ja, eigentlich schon. Effi Briest mochte Kuchen. Sehr schön. Das bedeutet jetzt, Bram und Christian sind punktgleich. 63 Punkte, Peter aktuell 43, 20 Punkte also hinten dran. Die 3 verfolgt uns, seitdem Christian 3 gesagt hat bei der ersten Frage. Stimmt. Und jetzt kommt auch Frage 43. Boah. Also, was ein Zufall. Welches Land hat neben der Landessprache 21 anerkannte weitere Sprachen? Indien. Oh, hätte ich auch gesagt. Ja, richtig. LOL. Hätte ich auch gesagt, was ist richtig? Ja, war halt nur dann war so hart geraten, wo ich mir dachte, so, wo sind denn viele verschiedensprachige Leute? Könnte Indien sein. Und dann war es sogar richtig. Frage 44, so langsam sind wir hier auf der Zielgeraden. Wie heißt der Synchronsprecher von SpongeBob Schwammkopf? Ach Gott. Keine Ahnung. Ich wüsste das. Warum auch immer kann ich mir den Namen merken. Inselbegabung bei Andi. Mhm. Ich kenne alle Synchronsprecher in Deutschland. Der Dings ist letztens gestorben, hier vor ein paar Tagen. Von Arni und Silvester und so. Und Neujahr. Jetzt weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage Santiago Ziesma. Ja, Ziesma. Frage 45. Wann, beziehungsweise mir reicht in dem Fall das Jahr, wurde Queen Elizabeth II. Zur Königin gekrönt? Okay, ich habe The Crown gesehen. Moment. Ich auch. Das war schon krass. Das war... Ja, wann war das, Bram? Ja, das war Schwarz-Weiß-Fernsehen noch. Das war das erste Mal, dass das Ganze per Fernsehen übertragen worden ist. Das weiß ich noch aus der Serie. Es gab nur Röhrenfernseher. Und das muss logischerweise gewesen sein, nachdem King George gesagt hat, nope. Und dementsprechend... Also, ich kann euch sagen... Das ist viel Raterei bei mir, Andi. Also, ich würde nicht drücken. Die war schon lange Königin, als Apollo 11 da auf dem Mond gelandet ist. Ja, ich weiß. Den ungefähren Zeitraum kriege ich auch hin, aber ich fange jetzt hier nicht an mit... Die war auch schon Ach, Königin, als überhaupt das erste Mal überhaupt ins Weltall geflogen wurde. Ja. 5, 4, 3. Moment. Mathe-Mann. Es geht um die Krönung. Bram. 47? 1947? Nein, Bram. Dann 53? Ja, 1953 ist richtig. Die hatte doch 70-jähriges oder 75-jähriges Jubiläum, bevor die leider verstorben ist. Ja, und zwar, ich glaube, hier ist auch wichtig zu wissen, ich meine zumindest, dass es so ist, sie wurde Königin in einem anderen Jahr, in dem sie gekrönt wurde. Okay, das hätte ich natürlich. Aber 53 ist richtig, genau. Genau, 1952, am 6. Februar hat sie den Thron erklommen und am 2. Juni 53, also über ein Jahr später, wurde sie dann erst gekrönt. Hätte ich ganz schön lange gebraucht, da hochzukommen. Ich will kurz zu beiden. Das ist wie, ich ziehe das Schwert aus dem Stein. Sehr schön. Frage 46, Bram führt aktuell. Wer sang den Titelsong zu Tabaluga? Christian. Das ist doch bestimmt hier das Kleine mit der Warze. Peter Maffay. Ja, richtig. Near, walking, yeah. Damit ein Punkt jetzt, Christian. So singt ja ungefähr Peter. Frage 47.
Was ist Point Nemo? Nemo. Point? Also Nemo, N-E-M-O, der Point Nemo. Christian. Das ist der Punkt, wenn bestimmt ein Hubschrauber rausfliegt und der da keinen Sprit mehr hat. Wenn er darüber hinausfliegt, kommt er nicht mehr zurück. Wenn er bis zum Point Nemo fliegt, kommt er noch zurück. Also der Punkt, ab wo man keinen Sprit mehr hat. Beim Fliegen. Das ist mir zu genau. Was? Es geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Dann Christian. Ist es einfach der Point of No Return. Nee. Okay, ist Nemo vielleicht eine Abkürzung? Also das, was Christian... Also Christian ist schon recht nah dran, aber also... Das ist okay, das ist der Punkt, wenn du dahin fliegst, dann das ist aber zu genau. Jetzt bin ich aber gleich mal gespannt, wie... Nicht nur für Helikopter, vielleicht für alle Fluggeräte? Ah, der hat ja gesagt beim Fliegen. Ich hab das nicht gesagt, nee. Nee, hat Christian gesagt. Mhm. Okay, was könnte das sein? Nemo. Wofür könnte Nemo stehen? Was ist denn die Einheit, in der das Ganze gerechnet wird? Das sind halt nautische Meilen oder so heißt das, wa? Nemo. Aber das wäre nautische Einheitsmeile. Nee, keine Ahnung, das hilft mir alles nicht. Also ich sage jetzt einfach mal das, was Christian gesagt hat, nur, also der Punkt, wo du quasi noch zurückkommst, was Sprit angeht, aber nicht beim Fliegen, sondern bei allen Geräten, die dich fortbewegen. Nein, es hat nichts mit Sprit zu tun. Ach, okay, nee, dann war es ja doch nicht so asozial, dann ist ja gut. Der Punkt, an dem man nicht zurückkommt. Nemo, also Nemo, findet Nemo, spielt ja in einem... Pixar. Spielt ja wo, ne, und damit hat es auch zu tun, aber es hat jetzt nichts mit dem Film per se zu tun. Okay. Oh. Ah, verdammt. Ja, gar nicht für die Luft oder so weiter, sondern das ist der Punkt, wenn man mit einem U-Boot den Point Nemo nach unten macht, dann kommt man nicht mehr hoch, weil dann der Wasserdruck zu krass wird. Nein. Also jetzt muss ich euch aber einzählen. 5. Ja. Sorry, ey. Boah, ja, okay, ich sag dann aber, wenn der Taucher wieder hoch muss wegen der Luft. Nein. 3, 2, 1 und ich schließe das. Jetzt muss ich aber einzählen, ne? Ja, nach Brams Antwort. Ja, wirklich, also das war auch... Der Point Nemo ist der Punkt der Erde, der am weitesten vom Land entfernt ist. Oh, yo. Also es hat nichts mit Sprit zu tun, sondern es ist generell einfach der Punkt, wo du überall nur noch Wasser um dich rum hast und super weit brauchst zum Land. Du hast uns voll auf die falsche Fährte geführt, indem du Christians Antwort als zu genau bezeichnet hast. Es war auch zu genau. Also wenn du rausfliegst, dann zählt das halt nur nicht für den Helikopter, sondern für das Land. Genau. Der Point Nemo ist übrigens, ich habe das gerade mal gegoogelt, im Pazifik. Ja, muss ja. Relativ genau. Weit weg, ja genau. Relativ weit weg, meinst du ja. Sehr weit weg. Wie weit ist denn relativ? Am weitesten weit. Halt. Pazifischer Point Nemo ist eine gute Frage. Wie groß ist der Radius? 2688 Kilometer vom nächstgelegenen Land. Das also mich. Ordentlich weit weg. Es gibt auch noch einen eurasischen Pol der Unzugänglichkeit. Das liegt auf dem Land. Das ist Grenze China und Kasachstan so ein bisschen. Also da hast du sehr viel Land dann um dich rum. Das ist genau das Gegenteil. Ja, das ist ja gut. Also lieber da als andersrum. Okay, aber der eine heißt Point Nemo, der andere heißt wieder Eurasischer Punkt der Unzugänglichkeit. Finde ich Point Nemo irgendwie cooler. Stimmt, ja. Ja, sehr gut. Frage 48. Also wir haben nur noch 3 Fragen. Punktgleichheit bei Bram und Christian, beide 70, Peter 50. Also auch wieder 20 Punkte entfernt. Ich weiß nicht, ob das noch aufzuholen ist, aber wir gucken mal. Frage 48. Wann, in welchem Jahr, keine Schätzfrage, entdeckte Kolumbus Amerika? Christian. Nein. 1492. Nein. Ja, richtig. Ich mach so langsam. Diese Scheißfrage, Alter. Wie oft bin ich schon hatten? Aber ihr könnt es euch merken, ist doch sehr gut. Also ja, die können wir mittlerweile rausnehmen. Bei wann einfach 1492 drücken, ey? Das wusste man auch vor Pizmit schon. Ach so, wow. Guck mal hier, der feine Herr gibt hier an mit seinem Wissen. Frage 49. Wie heißt das größte Technologieunternehmen? Bram. Tesla. Nein. Das größte Technologieunternehmen Südkoreas. Bram. Samsung. Ja. Das ist jetzt belastend. So, jetzt wird's richtig spannend. Wir haben noch eine Frage. Christian führt mit einem Punkt vor Bram.
Und wir gehen zur Frage 50. Welcher berühmte Fernsehkoch begann im Alter von 8 Jahren im Pub seiner Eltern zu kochen? Was weiß denn ich? Fernsehkoch, Alter. Ja, wenn es ein Pub ist, hoffe ich, dass es ein Brite ist, also sag ich Gordon Ramsay. Nein. Ja, mehr Briten kenne ich nicht. Es gibt noch einen. Grad, ob ich überhaupt irgendwie Fernsehen. Jamie Oliver. Es ist Jamie Oliver! Ja, 3 Punkte für Peter! Und das ändert jetzt nichts mehr am Punktestand. Christian gewinnt diese Folge mit 75 Punkten vor Bram mit 73. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, doppelt heute, ne? Also nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zum Geburtstag der Sieg. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja, genau, hab dich gewinnen lassen. So Dankeschön an Dexter fürs Vorbereiten. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.